Weiter geht's. Wir sind schon relativ weit mit diesem Projekt. An der Stelle, wo wir zuletzt ein Panzerglas gesprengt haben, sollten wir jetzt mal die Decke genauer untersuchen. Was haben wir denn hier Schönes? Erstmal nur ein Geheimgang. Ach! Da konnte ich wieder mit meinen Reflexen angeben. Ich hab's geschafft, den Metroid zu erledigen, bevor er mir Schaden zufügen konnte. Merkt euch das, nehmt immer genügend Anlauf, wenn ihr aus dieser Tür rennen wollt. Leute, die die Wände nicht sorgfältig überprüfen, denken wahrscheinlich, dort ist eine Sackgasse. Aber so etwas habe ich in Metroid noch nie erlebt. Obwohl doch, in Hyper Metroid gibt es einen ziemlich merkwürdigen Raum, der gar nicht auf der Karte abgebildet wird. Eine kleine Stube mit einer Chorizo-Statue, die irgendetwas Merkwürdiges in der Hand hält, was man nicht einsammeln kann. Ach ja, und es sieht auch noch so aus, als hätte da jemand Graffiti an die Wand gesprüht. Also, im Hintergrund ist da irgendeine grüne Schrift, die leuchtet. Erhöht dieser Pod meine Kapazität um 2? Nein, nur um 1. Das ist auch eher selten der Fall. Gleich werde ich sicherlich einen Treffer hinnehmen müssen. Aus dem Grund, weil man auf der linken Strecke leider nicht genügend Anlauf kriegt. Jetzt. Danke. Ich wollte bloß nicht noch einmal erwischt werden. Haha. Diese kleinen Krabben denken doch wohl nicht im Ernst, sie könnten diesen Schatz bewachen. Ah, aber dieser Pod hat meine Kapazität um 2 erweitert. Ist das nicht schön, wenn man sich irgendwo in Sicherheit bringen kann? Hey, du blöder Fisch, dich will ich doch gar nicht treffen. Sondern die Krabbe, die gerade am Joggen war. Wartet mal, wo wir gleich herauskommen werden. Dieser Raum sollte euch doch bekannt vorkommen. Vorausgesetzt, ihr habt den vorherigen Part gesehen. Die meisten Leute seppen ja nur zufällig durch meine Videos. Ich
hätte noch viel größere Freude beim Videoschneiden, wenn die Qualität vielleicht noch ein bisschen besser wäre und ich mal einstellen könnte, dass Kommentare automatisch genehmigt werden. Deshalb habe ich es ja auch jetzt deaktiviert. Es nervt mich sowieso, dass die Leute ständig das Design verändern müssen. Es pisst mich ebenfalls an, wenn sich an meinen Einstellungen einfach selber etwas ändert. Ich konnte auch mit einem Mal plötzlich keine Beiträge mehr auf Google Chrome öffentlich teilen. Die alten kann ich inzwischen auch nicht mehr sehen. Und daran ist nur dieses dumme neue Design schuld. Hier waren wir auch schon mal. Musste gerade noch mal kurz nachdenken. Links könnte ich mir noch ein paar Items holen, aber das wäre jetzt ziemlich knifflig. Daher mache ich das später. Ich werde ohnehin nochmal hierhin zurückkommen müssen. Jetzt geht's wieder auf nach Norfair. Blöden Viechern bin ich sogar etwas zu friedlich gegenüber. Ha, ganz flüssig heruntergefallen. Durch die schmale Spalte. Seltsam. Gleich neben der Wasserwelt befindet sich die Hölle. Passt irgendwie nicht so sehr zusammen. Gegen die roten Weltraumpiraten wäre der Wavebeam Ice Spacer oder einfach Wave Ice Spacer, das klingt besser, natürlich sehr effektiv. Nur leider ist der wesentlich langsamer. Wenn ich meine Meinung ändere, dann kann ich die Waffe ja nochmal wechseln. Ich glaube, ich werde auch jetzt wieder einen Schnitt machen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.